Am 29. November 1919 wurde das große Schauspielhaus eröffnet und diese Feier begehen wir diese Woche. Und in diesem Zusammenhang wollen wir auf unser jüdisches Erbe auch hinweisen. Vor 100 Jahren sind wir gegründet worden von einem österreichischen Juden, Max Reinhardt, der gar nicht so Jude sein wollte. Der hat es nicht vor sich hergetragen, er war Theatermacher. Aber seit 1933 wurde er reduziert auf sein Judentum. Und insofern möchte ich, wenn wir dieses 100-jährige Jubiläum feiern, nicht so tun, als ob da nichts war. Nämlich das Judentum wurde nach 1933 zu einer Frage über Leben und Tod. Und deswegen wollen wir eindeutig uns zu diesen jüdischen Wurzeln bekennen. Vor dem Hintergrund unserer Geschichte ist uns eben klar geworden, dass Freiheit ein hohes Gut ist, was schneller weg sein kann, als man glaubt. Und deswegen lernen wir aus unserer Geschichte einzustehen für Freiheit, Demokratie und Vielfalt.